Liebe Zuschauer, wie wirkt es an den Aktienmärkten, wenn die Rohstoffe, vor allem die Ölpreise, fallen? Und was passiert, wenn der DAX die 200-Tages-Linie nicht nachhaltig überwindet? Aussichten und Einsichten heute mit Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Schönen guten Tag, Herr Zwermann. Guten Tag. Fangen wir zunächst mal in Asien an und schauen, wie China den Dollar aufwertet. Mit welchen Folgen? Ja, die Folgen, die sind eigentlich gravierend, aber erstmal zu dem, warum man das überhaupt macht. Also wir sehen jetzt hier, 2018 hat angefangen, sehr harmlos. Ja. Da hat man noch verhandelt zwischen den USA und China. Dann hat man also sich langsam zum Handelskrieg entschieden. Ja, und China wehrt sich hier also immens in dem Rahmen, in dem man die eigene Währung abwertet. Ja. Sicherlich zum Leidwesen von Herrn Trump. Was die Chinesen traditionell schon gerne mal gemacht haben. Ja, man muss immerhin sehen, also hier diese Zeit, ne, da hat man aufgewertet, immerhin seit das ganze 2017, war ja auch etwas, was dann verhindert hat, dass mehr Kapital abgeflossen ist aus China. Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass man in China auch ein ganz klein bisschen mehr den Aktienmärkten helfen will, der ja sehr stark unter Druck war in den letzten Monaten. Und natürlich ist das hier ein Ergebnis schon des Handelskrieges, keine Frage. Also China wertet den Dollar auf, mit der Folge, dass das in die ganze Zeit auch so ein bisschen abgefärbt hat auf den Dollar generell. Also weil man folgt da schon in den Emerging Markets teilweise China etwas und so weiter. Aber es hat natürlich ein festerer Dollar die Folge, dass die Rohstoffe so stark unter Druck sind und das haben wir jetzt die letzten drei Wochen intensivst gesehen. Eine Folge davon können wir abbilden im Brent. Und hier sieht man schon, dass der Trend gebrochen ist. Ja. Was heißt das dann? Das heißt im Prinzip ja nicht nur, hat er ja nicht nur die Währungsseite, nicht nur Folgen auf den Rohstoffmärkten, sondern es zieht ja seinen Kreis weiter auf die Aktienmärkte. Genau, das ist richtig. Also wir sehen ja hier immerhin einen Trend, der kommt von 40 Dollar ja, da bis 80 Dollar. Also das ist ja kein kleiner Trend. Jetzt hier so bei 73, im Moment sind wir drumherum, so der Bruch, die Woche davor, ein Wochenreversal, hat auch damit zu tun, logischerweise Putin, Trump, ja, wo man ja von Putins Seite her sowieso einen Ölpreis von 60 haben möchte. Aber was hat das damit zu tun? Wenn man jetzt einen Chart nehmen würde, MSCI World und den Ölpreis, dann würde man sehen, wenn der Ölpreis fällt, dann ist es relativ eng korreliert mit den Aktienmärkten weltweit, die dann auch fallen. Liegt natürlich daran, dass es sehr viele Ölaktien gibt und sehr viele Rohstoffmärkte. Kann man das hier am Russell 2000 ähnlich sehen? Bis jetzt noch in keinster Weise. Die amerikanischen Märkte sind eigenbestimmt, würde ich im Moment sagen, sicherlich durch die Aktienrückkäufe, die in großem Maße ja seit dieser Steuerreform stattfinden. Deswegen könnte man auch so hier sagen, Advantage USA, ja, also sicherlich bei den Aktienmärkten, weil man die Möglichkeit hat, zurückzukaufen. Auf der einen Seite amerikanische Märkte belastet durch die Zinsanhebung und auf der anderen Seite die Möglichkeit zurückkaufen. Allerdings im Moment, die Unternehmensgewinne sind auch noch sprudelnd, keine Frage. Die Erwartungen sind aber auch hoch, werden auch nur zum Teil erfüllt, nicht 1000-prozentig. Schauen wir nach Deutschland, da sind die Erwartungen an die Berichtssaison nicht so hoch, nicht so überbordend wie in den USA, aber die Erwartung an den Markt ist trotzdem relativ üppig, weil alle sagen, Mensch, jetzt sind wir schon ein bisschen weitergekommen, aber die 200-Tage-Linie ist nach wie vor in Gefahr bzw. nicht überwunden. Ja, das Interessante ist, wir sehen das hier, wir fallen drei Wochen, wir steigen drei Wochen. Ja? Das geht ganz schön an die Nerven von den Händlern, zumal man dann fürs Gesamtjahr nicht über die Nullgrenze bis jetzt hinausgekommen ist. Ja? Und das macht natürlich die Sache so etwas prickelnd. Das andere ist aber das, dass wir hier in Deutschland oder in Europa Situationen haben, die Zinsen steigen ja nicht. Draghi noch bis nächstes Jahr im Sommer. Wir haben auf der anderen Seite einen relativ schwachen Euro oder verhaltenen Euro, also auch da heraus. Und trotzdem schafft der Markt es nicht, irgendwie in der Dynamik nach oben zu gehen. Ja. Genau, da fragt man sich, was ist denn erst, wenn dann mal die Zinsen steigen, wenn der Euro wieder anzieht, wenn die Ölpreise teurer werden? Hoffentlich nicht so bald, ja, weil dann haben wir echt das Problem. Also hier spielt natürlich auch viel die Politik eine Rolle. Ja. Europa macht sich im Moment nicht gerade irgendwie richtig toll mit positiven Schlagzeilen bemerkbar, außer vielleicht Frankreich bei der Weltmeisterschaft. Also von der Seite her, können wir noch mal ganz kurz zurückgehen? Ja, okay. Weil ich wollte es nur ganz kurz zeigen. Weg, ja. Also von dem größeren Bild im DAX, einfach um es zu zeigen, damit mich nicht zu viel rein. Schulterkopf, Schulter, ja, also Doppelkopf. Und hier 200-Tage-Linie Rücktest jetzt. Also an der Stelle, wenn wir nicht weiterkommen, ist zwar immer noch ein Stück überverkauft, dann sehen wir hier die 12.000 wieder. Und danach würde es eigentlich erst, sagen wir mal, richtig gefährlich. Das Ganze im Tageschart aufgedröselt. Ja.
mehr. Also bis 12.000 wäre schon noch Luft nach unten, wenn die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig überwunden würde. Sagen also, wir es mal noch ein bisschen vorsichtig. Die Hoffnung ja, stimmt zuletzt. Es könnte dann noch mehr werden. Also hier ja. ist das Ziel. Wir sehen also hier an dieser Stelle erstmal so den Tageschart. Wir sehen von der Bewegung her, die jetzt abgelaufen ist, wenn das eine 3 war, also eine 4 gemacht, die jetzt mit 61,8%, also hier an dieser Stelle, auch wunderbar erfüllt wurde. 200-Tage-Linie, wir sehen, der Markt nimmt es relativ wichtig. Ja, von der Seite her, wenn wir nicht weiterkommen, würde im Grunde genommen hier die nächste Welle entstehen, die im Minimum 11,7 wäre, wenn nicht sogar ein ganzes Stück weiter, also vorsichtig gesagt. Übrigens in einem kurzen Bereich sind wir hier auch etwas überkauft, im Gegensatz zu dem Wochenchart. Also Vorsicht, wenn die 200-Tage-Linie, wie gesagt, unterschritten bleibt, 12.000, 11.700 und vielleicht noch weniger. Ja, wir würden dann weniger. Hier ziemlich Dynamik gewinnen. Ja. Ja. Mhm. Gut, schauen wir auf die Emerging Markets. Da hat man eine Riesendiskussion. Was ist denn, wenn jetzt die Zinsen in den USA steigen? Wie können die EMs das verkraften? Dann kommt der Dollaranstieg mit dazu. Es hat sich aber gezeigt, dass einige Märkte ganz ordentlich damit umgehen können. Jetzt mal Indonesien. Darüber haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen. Naja, doch, schon in der Vergangenheit. Aber es ist ja so etwas, wo man sieht, was ich mir zeigen will. Man kann sehr viele Märkte nehmen. Da können Sie Vietnam nehmen und so weiter. Die Märkte haben ihre Reaktion oder einen Großteil der Reaktion gemacht. Wenn Sie die MSCI Emerging Markets sehen, sieht man das auch. Das heißt, es geht hier darum, wenn jetzt an dieser Stelle, wir sehen ja, die Dollarzinsen kommen ja auch nicht sehr viel weiter. Ja? Man sieht die 10 Jahre bei 2,85 Feierabend. An der Stelle, wenn die Belastungen nicht mehr größer werden, dann haben diese Märkte im Grunde genommen ihre Reaktionen gemacht. Idealerweise wäre es so, dass die Rohstoffe von hier aus nicht weiterfallen. Also vom Öl vielleicht mal abgesehen, aber der Rest dürfte dann nicht weiterfallen. Und dann hätten die Emerging Markets hier an dieser Stelle ihre Korrekturen gemacht. Da könnte man Brasilien nehmen, da kann man also auch Mexiko nehmen, überall Korrekturen gemacht. Ja. Indien hat letzte Woche sogar ein neues Allzeithoch gemacht. Mhm. Indien hat keine Rohstoffe, deswegen die fallenden Rohstoffe relativ positiv. Also von der Seite her, Indonesien, wenn es hier hält, sicherlich eine Möglichkeit für eine größere Erholung, auch hier überverkauft. Also Erholungsmöglichkeiten in den Emerging Markets. Wir schauen noch einen Markt ein bisschen geografisch näher. Das ist der tschechische Markt. Ja. Trifft es da in ähnlicher Weise zu? Ja, das Schöne an dem tschechischen Markt ist, dass das Währungsrisiko im Grunde genommen nicht so groß ist. Also wenn man die Krone sieht gegen den Euro, deswegen hier der tschechische Markt schon mal hier in Euro gezeigt, auch da Pullback gemacht, hätte eine gute Möglichkeit, schon Risiko abgebaut. Also von der Seite her, Emerging Markets, wenn die Märkte ganz generell nicht wirklich groß abtauchen, dann gibt es hier eigentlich schon eher die Alternativen als jetzt in den wirklich großen Märkten. Was eines der bewegenden Themen war und immer wieder ist, ist die Automobilbranche weltweit. Aber ja. Eine Autoaktie ist da relativ unbenommen von. Also die Kursverluste, die anderen einfahren, finden hier nicht statt. Das ist Ferrari. Ist natürlich ein anderer Autohersteller, klar. Ja, aber fahren auch ein bisschen schneller. Fahren auch ein bisschen schneller. Aktie ja. auch ein bisschen schneller. So ungefähr. Na, das letzte Mal haben wir sie hier gezeigt, also als es hier bei 106 rausging, 110, dieser Ausbruch, das war eigentlich zu der Zeit, es ging darum, Ziel sollte eigentlich 127 sein, haben wir mehr als erreicht. Jetzt haben wir hier eine Korrektur gemacht. Ich habe es mal in Wellen hochgerechnet. Also wenn wir hier drüber kämen, wäre das Ziel 137. Wenn es ganz weit geht, 154. Natürlich ein gewisser Sonderfall mit Ferrari. Natürlich jetzt auch vielleicht auch ein bisschen mehr, dadurch, dass man jetzt in der Weltwertung oder Weltmeisterschaftswertung wieder vorne liegt. Also ein bisschen mehr Fantasie vielleicht dabei. Okay, also sowas ähnliches wie der Adidas- oder Nike-Effekt. Genau, ja. Also bei den, der Weltmeisterschaft hat ein bisschen verregnet an der Stelle. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was die Formel 1 bringt und was die nächste Woche bringt. Christoph Zwermann, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, Erholungstendenzen, die sieht man im Moment eher an den Emerging Markets, denn am deutschen Aktienmarkt, denn der tut sich extrem schwer mit der 200-Tage-Linie. Und Christoph Zwermann sagt, wenn es da nicht nachhaltig drüber geht, dann kann das auch ganz schnell wieder auf die 12 zurückgehen oder auch noch deutlich tiefer. Ob das so kommt und wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickelt, das erfahren Sie natürlich bei uns.